Hallo meine Freunde, in dem heutigen Video möchte ich mit euch teilen, wie ich meine Capsule Wardrobe mit dem Bullet Journal plane. Ich habe mir jetzt im Januar einen Bullet Journal zugelegt und wollte dieses Jahr starten, indem ich wirklich viel von meinem Kleiderschrank reflektiere und festhalte. Und Reflexion ist so das Werkzeug, um eine wirklich richtig, richtig gute Garderobe aufzubauen. Denn auf diese Weise kann man sich bewusst werden, wie häufig man tatsächlich was trägt, wie häufig man Wäsche wascht beispielsweise oder was man wirklich braucht, was man eingekauft hat, wie viel Geld man dafür ausgegeben hatte. Denn ich finde es besonders jetzt im Januar so passend, so eine Art Bullet Journal zu starten, weil man so nämlich wirklich das ganze Jahr über Daten gesammelt hat. Daten hört sich immer so langweilig an, aber wirklich so Informationen gesammelt hat über sich selber, über das eigene Kaufverhalten, über das, was man möchte und ja. Wenn ihr neu hier seid und euch für das Thema Capsule Wardrobe interessiert, dann abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und das hier ist mein Bullet Journal. Ich finde diesen Bullet Journal sehr, sehr cool. Das ist auch eine Empfehlung von der Nicole vom Kanal Ladies Lounge gewesen. Wer von euch den Kanal noch nicht kennt, ich kann euch den unten in der Infobox einmal kurz verlinken. Was ich daran cool finde, ist, dass die Seiten dotiert sind und dass die Seiten selber auch ziemlich dick sind, sodass man auch mit Wasser arbeiten kann. Und für die erste Seite, das sollte eine Einkaufsliste werden, habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen zu schichten und die Seite in unterschiedliche Bereiche aufzuteilen. Und zum Kleben eignet sich meiner Meinung nach Washi-Tape auch besonders gut, weil es auch noch mal ein bisschen Muster hinzufügen kann und die Seite auch noch mal ein bisschen interessanter gestalten kann. So hatte ich dann einen ausgewählten Bereich, den ich nutzen konnte, um die Einkaufsliste zu führen. Und ich finde es auch immer wieder interessant, mit unterschiedlichen Schichten und Farben und Stärken zu arbeiten. Also habe ich mich hier für den Titel für einen dicken Stift entschieden und dann unterstrichen mit etwas dünnerem. Und da kommt auch schon meine Einkaufsliste, also all die Dinge, nach denen ich jetzt dieses Jahr oder jetzt vielleicht diese Saison Ausschau halten werde. Und so kann man diese Liste einfach weiterführen. Und für die nächste Seite habe ich einen Bereich ausgewählt für das, was ich schon eingekauft habe. Und das kann man auch immer ganz gut machen, die Seite so ein bisschen einzuteilen, indem man nochmal mit Linien arbeitet. Und da ich mir sicher bin, dass ich vermutlich in jeder Saison etwas kaufen werde, habe ich mich dazu entschlossen, es in Monate aufzuteilen. Und da habe ich einfach meine Aquarellstifte genommen. Und das hier ist zum Beispiel auch ein Stift, der schon mit Wasser gefüllt ist, sodass man nicht jedes Mal ein Glas mit Wasser dahin stellen muss und holen muss, sodass es ein bisschen schneller geht. Und da habe ich mich einfach dazu entschlossen, so einen Farbverlauf zu machen. Und das kann man mit Aquarellstiften immer ganz besonders gut machen. Das braucht ihr aber nicht zu machen. Ihr könnt das Ganze auch schwarz-weiß halten, wenn ihr nicht so mit Farbe unterwegs sein wollt. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Und für jeden Monat würde ich mir dann notieren, was ich gekauft habe, wenn ich überhaupt etwas in einem Monat gekauft habe und dann auch den Preis, weil es mich nämlich interessiert, wie viel ich dann letztendlich in einem Jahr für Mode ausgegeben habe. Und mein erster Einkauf dieses Jahr war eine Mandala Leggings. Falls ihr die Marke Mandala noch nicht kennt, das ist eine Marke, die fair produziert und das sind Yoga-Bekleidung. Es ist Yoga-Bekleidung. Und ich habe mir eine Leggings gekauft in Schwarz mit so roten Rosen unten am Knöchelsaum. Und diese Leggings hat 62 Euro gekostet. Ich fand den Preis ziemlich fair. Und das zweite, was ich mir gekauft habe, war ein Set. Das war auch so ein Angebot von Mandala. Man konnte praktisch sich überraschen lassen. Man würde eine Leggings und ein Sport-BH bekommen. Und dazu das Ganze zu einem günstigeren Preis. Das habe ich dann ausgenutzt, weil ich das ziemlich interessant fand. Und das hat dann 39 Euro gekostet. Und den Februar habe ich jetzt einfach nur für euch angelegt, einfach nur, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze aussehen könnte, wenn man dann ein bisschen mehr auf der Seite hätte. Die nächste Seite ist dazu gedacht, die Wäsche aufzuschreiben oder sich zu notieren, wann man welche Wäsche gewaschen hat. Und weshalb das so wichtig ist, da werde ich in den nächsten Videos auf meinem Kanal darauf eingehen, denn es ist
Wichtig dafür, wenn ihr die genaue Anzahl für eure Capsule Wardrobe herausfinden möchtet. Da spielt die Wäsche eine ziemlich große Rolle. Wie häufig wäscht man was? Wie schnell stehen bestimmte Teile wieder zur Verfügung? Und da habe ich mich einfach dazu entschlossen, sowas Rotes für die bunte Wäsche zu nehmen, was Schwarzes für die dunkle Wäsche und Hellgrau für die weiße Wäsche. Ich mag mein Bullet Journal sehr gerne etwas rustikaler. Ich mag es nicht, wenn die Linien alle super perfekt sind oder wenn alles so super gut und perfekt gemacht ist. Ich mag es, wenn es ein bisschen durcheinander und lebendig aussieht und deshalb halte ich das auch gerne so. Und dann habe ich noch gemerkt, dass ich noch einen Titel brauche, deswegen habe ich das auch noch hinzugefügt. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Das ist einfach nur eine Idee, dass man diese Dinge in seinem Bullet Journal unterbringen kann. Wie das aussieht, das ist dann euch selbst überlassen. Und die nächste Seite ist ein Outfit-Tagebuch, das ich gerne anlegen wollte. Und das ist so ein fortlaufendes Ding. Da würde ich einfach je nach Lust und Laune, wenn mir eine besondere Kombination gelungen ist, diese dort notieren oder aufzeichnen. Oder wenn ich einfach Lust habe, meinen Bullet Journal zu benutzen, dass ich das dann einfach eines Tages dann mache. Und ich habe mich dazu entschlossen, eine sehr stilisierte, sehr, sehr einfache Zeichnung meiner Kleidung zu machen. Und auch hier wieder ziemlich rustikal und lebendig, keine perfekten Linien. Es muss auch eigentlich überhaupt nicht proportional richtig sein. Hauptsache ist, dass ihr das aufzeichnet, also wenn ihr das aufzeichnen möchtet, und wisst, was damit gemeint ist. Ich mag es, Dinge aufzuzeichnen, weil man dann auf den allerersten Blick erkennt, was gemeint ist. Natürlich könnt ihr auch eine Liste führen und einfach aufschreiben, man hat eine Hose oder eine Leggings angezogen, man hat ein T-Shirt getragen, das könnt ihr auch machen, aber zu zeichnen, und das muss auch wirklich ganz simpel gehalten werden, oder nicht muss, sondern kann, das ist eigentlich machbar und finde ich ziemlich cool. Dann kann man natürlich an der Seite noch ein paar Notizen dazu schreiben, wie hatte man das getragen, wie hat es einem gefallen. Und hellgrau nutze ich immer sehr gerne dazu, weiße Dinge darzustellen, weil weiße Dinge weiß zu zeichnen auf einem weißen Blatt Papier ist ja eigentlich nicht wirklich möglich. Deshalb hellgrau, das zeigt so ein bisschen Schatten. Und das ist die Leggings, die ich mir vorhin auch aufgeschrieben habe, die ich mir neu gekauft hatte. Sie hat einfach so schöne Rosen unten am Knöchel und die habe ich jetzt hier auch super stilisiert, einfach nur als Farbfleck dargestellt. Da kann man natürlich ins Detail gehen und schöne Rosen ausarbeiten, aber das muss nicht unbedingt sein. Und dann kann man sich natürlich zu jeder Kombination, die man so getragen hatte, ein paar Gedanken aufschreiben. Etwas, was einem vielleicht gefallen hat. Vielleicht hat einen ja auch etwas gestört. Das kann man dann alles in diesem Bereich dann aufschreiben. So sehen die letzten zwei Seiten aus. Ich finde, die sind ganz gut geworden. Ziemlich simpel und einfach und doch haben sie so ein bisschen Spannung. Und ja, das waren die ersten Seiten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und weitergeholfen und schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, welche von diesen Punkten ihr vielleicht selber für euch übernehmen möchtet. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!